Guten Tag und herzlich willkommen bei AgrarPictures Luxemburg. Wir werden uns heute mal etwas anderes vorzeigen als nur normale Videos über die Landwirtschaft, denn ich werde uns heute den ERC 744 von einem Freund vorstellen. Dann fangen wir mal an. Er wurde komplett restauriert, alles wurde neu gemacht, Simmerringe wurden neu lackiert, alles. Fangen wir mal hier an. Er hat einen neuen Kühlergrill und eine neue Frontmast bekommen. Er hat das große Frontaufnahmenbock, also nicht nur den kleinen mit dem Frontmaul. Des Weiteren hat er neue Fronträder bekommen. Hier sieht man jetzt den Anlasser und hier der Alternator. Hier ist die Einspritzpumpe, wobei diese nicht sehr viel aufgedreht ist, nur ein kleines Stück. Wenn man hier jedoch die Schraube komplett weiter aufdrehen, so wird man einen höheren Gas erzeugen und somit wird der Schlepper auch schneller laufen und eine höhere Kraft haben. Aber um den Motor zu schonen, der dieser komplett neu gemacht wurde, haben wir dies einfach so gelassen. Des Weiteren ist jetzt hier der Dieselfilter und jetzt zeige ich euch mal, woran man erkennen kann, dass es noch einen der früheren Serie ist. Er ist Baujahr 1974. Jetzt zeige ich euch, woran man erkennen kann, dass er ein der früheren Bautypen ist. Erstens kann man es an den Aufklebern hier erkennen, das sind noch die alten. Aber es gibt noch weitere Teile, denn wenn man den Traktor restauriert, kann man auch nur die Aufkleber ersetzen und somit hat man einen alten, obwohl man vielleicht drunter einen neuen Hüter hat. Komm mal mit. Hier hat man zum Beispiel noch die alte Schaltung, einfach nach hinten ist der Rückwärtsgang, nach vorne der normale Gang und nochmal nach vorne hat man den kleinen Gang. Jedoch wurde ab 1971 wurde die H-Schaltung eingebaut. Das heißt, hier ist glaube ich der Schnellgang, der langsame Gang, hier ist der Rückwärtsgang nach hinten rechts und nach hinten links ist dann nochmal eine Untersetzung. Hier sitzt die Handbremse, hier sitzt die Kupplung, da drüben sitzt die Bremse. Die kann man auch auf Einzelradbremse umbauen, indem man einfach den Riegel hier umlegt und da ist das Gas. Also hier kann man den Heckkraftheber bedienen, hier über die zwei Hebel. Da sitzt ein einfach wirkendes Steuergerät, jedoch hat mein Freund noch drei weitere zu Hause liegen, um ihn auf drei Steuergeräte zu erweitern. Dadurch hat dieser auch keinen drucklosen Rücklauf, da es alles über den einfach wirkenden Steuergerät läuft. Hierüber bedient man die Zapfwelle und hierüber die Sperre. Denn er ist ja nur ein hinterradgetriebener Schlepper, also hat er nur hinten die Sperre. Und dann hier sieht man zum Beispiel die Deckel, die gehen ja oft kaputt und die Zapfwellen rasten drüben auch. Und die bekommt man bei mir neu. Ich werde euch das Ganze in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr es bestellen. Beides 25 Euro inklusive Porto. Jetzt kommen wir zum Auspuff. Dieser hier besitzt noch den originalen Klifer. Das ist sehr viel wert, denn der Auspuff ist schon viel wert. Und darüber hinaus hat der Klefer oder einen langen Auspuff, also der Firma Lange, nicht einen langen Auspuff, die Besonderheit, dass er das typische ERC-Pfeifen wiedergibt. Zum Beispiel, das hört man immer, dadurch erhört man immer den ERC sofort heraus gegenüber anderen Schleppertypen. Jetzt werde ich euch mal die Motorhaube zeigen. Ein kurzer Schnitt und dann sehen wir uns weiter. Eine Ewigkeit später. Also hier sieht man den Ansaugtrakt. Die Luft wird darüber die Schlitze da angesaugt. Dann geht es hier durch den Luftfilter über den Luftschlauch hin zum Motor. Hier im Motor sieht man dann noch die vier Einspritzdüsen. Da drüben sieht man den Abgaskrümmer. Hier sieht man die Wasserpumpe, die kann schon öfters mal kaputt gehen. Jeder hat die hier schon mal neu gemacht. Also gibt es hier kein Problem mehr. Hier sieht man noch das Lüfterrad mit den Lüfterflügeln, hier sieht man den Kühler und hier sieht man die Ventildeckeldichtung hier drunten. Das ist eine Korkdichtung und wir haben jetzt das Problem, dass wir die nicht ganz dicht bekommen. Deswegen ist der Traktor schwitzt etwas auf der anderen Seite. Das könnte ich euch nachher auch noch mal kurz zeigen. Dann kommen wir jetzt zum hinteren Teil des Treckers. Hier sieht man die Schutzbleche, das sind andere, das sind nicht die Originalen. Die kommen von Granit. Aber wie soll ich euch sagen? Ich sehe es mit gemischter Meinung. Naja, ich hatte auf meinem Trecker noch die Originalen, da war nur der rechte war kaputt. Er hat einen kleinen Durchrostung hier oben drauf. Diese konnte man jedoch ganz gut schweißen. Bei ihm hier war jetzt etwas mehr kaputt. Jedoch hätte man dies auch noch neu machen können. Also ich würde euch empfehlen, wenn man noch eine gute Tause hat, die eine gute Basis haben, würde ich die neu machen, statt die Granit zu kaufen. Jetzt kommen wir zu den Gründen, wofür. Erstens, der Bleche ist ziemlich dünn. Zweitens, sie sind nicht sehr sauber verarbeitet. Das sieht man zum Beispiel hier unter anderem. So kleine Löcher sind einfach drin. Und des Weiteren, sie klappern auch ziemlich viel während der Fahrt. Das stört ein wenig. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr noch die Originalen zu Hause habt, die einfach weiter zu verbauen. Und wenn nötig, schweißen und die spachteln. Das ist für mich die beste Lösung. Hier sieht man jetzt die Felgen.
Und die Reifen hier hinten sind 16-9er R34 montiert von Firestone. Und vorne sind BKTs Reifen montiert, 57, 18 glaube ich, irgendwas darum. Und dann sieht man hier noch die Felgen, die Hinterradfelgen, das waren mal Verstellfelgen, sind es auch noch, jedoch sind die nicht sehr sauber gemacht worden, denn der Vorbesitzer hat den Trecker schon ein paar Mal neu gemacht, aber nur so, sag ich mal, unter Push. Deswegen wurde der Trecker auch komplett abgeschliffen, jedoch die Felgen werden jetzt gesonnenstrahlt und dann professionell mit zwei Komponentenlack lackiert, dass sie auch gut halten, wenn mal gemulcht wird oder sonst was in Stand dagegen fliegen, dass nicht sofort der Lack abspringt, wie wir das bei anderen Felgen gesehen haben von anderen Traktoren. Jetzt kommen wir zum Heckhubwerk, also der ganzen Heckpapier. Hier hat er ein automatisches Zugmaul. Das klemmt jetzt nicht richtig. Aber wenn man hier reinfährt, dann schließt es vom selben. Das kann man auch noch in der Höhe verstellen. Hier über die Bolzen zieht man die Splinten hier raus. Nimmt man die Bolzen raus, hebt man den Schlitten an und somit kann man es dann wieder verriegeln und schon hat man die Anhängerkupplung höher. Des Weiteren hat man hier noch einen 540er Zapfwelle, meiner hat noch die Tollender dabei, jedoch wurde die noch nie benutzt, weder bei mir noch beim Vorbesitzer. Das heißt, die hat auch noch die originale Abdeckung drauf. Und hier sieht man jetzt was ganz Begehrtes, vor allem bei uns in Luxemburg, das ist der Peterfix. Den gab es nicht sehr oft bei diesen Traktoren. Ich hatte die Ehre, meinen bei diesem dabei zu haben. Als ich meinen verkauft habe, habe ich gesagt, Mensch, den kannst du nicht mitverkaufen. Deswegen habe ich ihn jetzt meinen Kumpel gegeben, damit er in guten Händen ist und ich ihn jederzeit wieder haben kann, wenn ich wieder einen Traktor habe. Wir haben auch schon dran gedacht, die nachzubauen und dann zu verkaufen, denn die Nachfrage ist ziemlich groß nach den Dingern, weil man nicht dafür einen kompletten Schlitten kaufen muss, nur um das Bild auch fix zu haben. Das war dann hier, hat man die Anhängersteckdose. Hier sieht man jetzt den Anschluss für das einfach wirkende Ventil. Diese Teile sind dafür da, um das Heckhubwerk zu blockieren, wenn man zum Beispiel was hinten dranhängen hat. Hier hinten den Fanghaken, dass das nicht hoch und runter geht. Hier haben wir jetzt Fanghaken der Kategorie 2 mit den Kugeln. Die sind immer drin, sodass man sie nicht vergisst. Und dann kommen wir noch hier hinten zu den Teilen. Also die Lampen sind auch alle neu. Das sind alles originale heller Lampen. Und ich glaube, das war es soweit. Der Trecker hat eigentlich alles neu bekommen. Schutzbleche, Armaturen, Sitz, der Motor wurde neu gemacht. Was habe ich sonst? Ah, was ich noch vergessen habe zu zeigen, das ist beim Getriebe. Denn das Getriebe war erst ab 1978 in der H-Gruppe ebenfalls synchronisiert. Das heißt, man kann auch nach hinten bereits den Rückwärtsgang einlegen, auch wenn der Trecker noch nach vorne rollt. Das war auch eine gute Neuerung, wie ich finde. Also jetzt kommen wir noch zu dem wichtigsten Teil für die Treckervorstellung, meiner Meinung nach, das ist immer der Soundcheck. Denn so weiß man, wie das Traktor klingt. Einfach das Schönste an diesem Traktor. Jetzt werden wir noch mal einen Soundcheck mit Klieferauspuff machen, denn so hört er auch, wie ich das meine mit dem Pfeifen. Gut, das war's dann für heute und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal.